Der kleine Tactical Course hat nun 300 Prints erreicht. Und ist so. Willkommen zu der 15. Ausgabe der Course News. Beginnen wir auch schon direkt mit der Course Liga. Der Clan Magic hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen CKD. Das heißt, CKD wurde Zweiter und der Clan Core wurde Dritter. Der Clan Tactical Course hat nun 300 Wins erreicht und ist somit immer noch an der Spitze mit den meisten Wins. Der All-Time Top 10 Spieler Sense Blood ist gequittet, da er keine richtige Motivation mehr hat. Der Clan Lape hat nun einen Reopen gemacht und hat momentan eine Bewerbungsphase für jede Position offen. Zudem gibt es einen neuen Course-Clan namens Strong. Dieser Clan sucht ebenfalls noch Member und bewerben kann man sich auf deren Discord. Der Clan SSQ hat eine Bewerbungsphase für Basefs offen. Bewerben könnt ihr euch auf dem Clan-Test. Der Clan Unique sucht ebenfalls noch Member. Jede Position wird gesucht. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Am Donnerstag kam erneut eine Folge Top 3 Course CW Clips online. Ihr könnt auch noch Clips für die nächste Folge einsenden. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Diese Woche wurden 97 CWs gespielt. Kommen wir auch schon zu der Top 10. Auf dem ersten Platz befindet sich der Clan CKD. Dahinter befindet sich Wannabe. Der Clan Slowly ist auf Platz 3. Auf Platz 4 befindet sich der Clan Ultimate Course. Und dahinter befindet sich der Clan Team Magic, welcher erster im Turnier wurde. Der Clan Skalter befindet sich momentan auf Platz 6. Dahinter befindet sich Div Squad. Und hinter Div Squad befindet sich SSQ. Auf dem 9. Platz befindet sich der Clan Libel C. Und auf dem 10. Platz befindet sich der Clan Team 11. Das war's auch schon mit den Course News. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschaltet.